Übrigens, Gerichtsurteile in den USA klingen manchmal so, als würden Kinder sprechen. Das Urteil lautet 23 Mal lebenslänglich. Einmal lebenslänglich würde zwar reichen, weil man ja nicht länger lebt. Aber bei dir packe ich extra noch 22 Mal drauf, weil du doof bist. Edgy. Und bei uns hört es sich vor Gericht wie folgt an. Angeklagter, im Namen von Volker, des Volkes, erkläre ich Sie betreffend Ihrer Weigerung, Ihre Gäste in Ihrer Gastronomie nicht auf das Zertifikat überprüft zu haben, für schuldig. Man reiche mir den Schraubenzieher, den Hammer. Kraft meines Amtes als Mitesser, Mitläufer, ich meine als Richter, verurteile ich Sie zu einer Zahlung von 3.000 Franken oder, wenn die Zahlung verweigert wird, zu einer unbedingten Haftstrafe von 30 Tagen. Obwohl es Ihnen gelungen ist, das Gericht von den verfassungswidrigen Maßnahmen der Regierung lückenlos und die Pandemie als großes Verbrechen an der Menschheit aufgeklärt zu haben, werden Sie von uns trotzdem gerichtet, weil mein Arbeitgeber bzw. der Bundesrat das von mir so verlangt und weil er wie der Papst unfehlbar ist. Ich weiß zwar, dass eigentlich die großen Knalltüten, ich meine die wirklichen Verantwortlichen, auf der Anklagebank sitzen müssten, aber ich bin ja nur ein kleiner Mitesser, Mitläufer, Staatsdiener der Gerichtsbarkeit. Übrigens eine wahre Geschichte, also bis auf die Kommentare des Richters. Ja, die Justiz ist zum Totalausfall geworden. Ich persönlich vertraue nur noch Gerichten, die meine Frau selbst kocht. Zum Beispiel Nudelauflauf auf Bewährung oder Rollbraten mit anschließender Sicherheitsverwahrung oder Gerichten, die aus der Dose kommen. Albert Einstein sagte einmal, die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. Und deshalb können sich Mitläufer, besser bekannt auch als Schafe, die sich ohne eigene Überzeugung einer Gruppierung, Bewegung oder Strömung anschließen, plötzlich zu gefährlichen Subjekten einer Gesellschaft entwickeln. Sie hinterfragen nichts und machen einfach mit. Wenn ich zum Beispiel jemanden sehe, der Hilfe braucht und ich tue nichts, dann mache ich mich wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar. Wenn ich aber sehe, dass die Politik offenen Auges die Gesellschaft in Angst und Schrecken treibt und in den Abgrund reitet und ich sie darauf aufmerksam mache, dann mache ich mich ebenfalls strafbar. Komisch Welt. Und gefährlich wird's erst recht, wenn auch noch Hannah Arendts Theorie von der Banalität im Bösen zum Tragen kommt. Ihre Annahme ist, dass sich die Banalität des Bösen dadurch ereignet, indem sich der Mensch als Person in seiner eigenen Verantwortung weigert, über die Konsequenzen seiner Handlungen nachzudenken. Verstanden? Nein? Das haben uns in den letzten 3 Jahren vor allem Politiker, Juristen, Ärzte und viele Journalisten bewiesen. Und ich spreche nicht von den Mitläufern, die 42,195 Kilometer in 2 Stunden zurücklegen. Die nennt man nämlich Marathonläufer. Und die sind völlig griechisch, ungefährlich. Aber die Spezies des gemeinen und gefährlichen Mitläufers ist auf jeden Fall dort zu finden, wo die schräge Musik spielt. Er stimmt zuerst leise und dann immer lauter in den Gesang der begeisterten Menge mit ein. Und zu Beginn natürlich immer bemüht, noch nicht mit einem allzu großen Stimmumfang in der Menge aufzufallen. Ja, das Mitläuferchen beobachtet zuerst und wenn es sich im Narrativ in Sicherheit wiegt, dann darf man durchaus auch einmal munter auf eine lästige Minderheit eindreschen. Und deshalb behaupte ich mit Fug und Recht, dass der Mitläufer keine neue Gattung ist und auf keinen Fall keine neuen Trends setzt. Im Gegenteil, sie laufen lieber in Gruppen, weil sie sich allein nicht sicher fühlen. Ich persönlich laufe lieber allein, weil ich mich oft in Gruppen nicht sicher fühle. Das schlimmste Szenario im Leben eines Mitläufers ist dann, wenn sein Gesangsverein in den Untergang rast und nach der finalen Niederlage wegen Verbrechen an der Menschheit plötzlich vor Gericht steht. Aber diese Schafe, Mitläufer, haben ein großes Talent. Sie sind richtig gut darin, die Opferrolle zu spielen, obwohl sie selbst zu Tätern geworden sind. Und dann gilt die Parole, man muss die Schuld auch mal bei den anderen suchen. Gut, dass ich an Karma glaube. Karma ist übrigens kein Schinken. Das wäre dann eher der Parma. Egal. Aber du bekommst irgendwann das serviert, was du verdienst.
Ganz ehrlich, ich bin gespannt darauf, ob wir in Zukunft über genügend Zellen verfügen, um all die Verbrecher, Entschuldigung, Mitläufer einlochen können. Verdient hätten sie es ja. Und über das Paarungsverhalten des gemeinen Mitläufers spreche ich im nächsten übrigens. Bestimmt nicht. Übrigens, Only-For-Me-Fans können sich hier auch gerne für meinen Newsletter anmelden und dann bekommt ihr hin und wieder keine Nacktbilder zu sehen, aber dafür ein paar lustige Neuigkeiten rund um mich und mein Leben.